Hallo, herzlich willkommen. Keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Weiß das noch jemand? Prince of Persia. Herzlich willkommen. War noch so geflasht vom Vorspann. Nee, keine Ahnung. So. Hey, ihr wisst das wahrscheinlich, oder? Welche Aufnahme ist das jetzt hier? Doch, klar, wisst ihr schon. Ich habe nämlich gerade eben rückwirkend Folge 7 und 8 aufgenommen. Ja, also nicht die Sprachaufnahme, das Let's Talk, sondern das Let's ASMR. Mann, es ist anstrengend. Am Anfang habe ich ja noch versucht, mit tiefer Stimme zu sprechen. Aber das hat mir so wehgetan, irgendwann, es ging gar nicht mehr. Und ich war auch ein bisschen überfordert. Mann, ist das schwierig. Hut ab vor sämtlichen Leuten, die hier irgendwelche Geräusche machen müssen, die über Filme oder so gelegt werden. Das ist ja wirklich, Timing ist da ja alles und es ist ultra schwer. Ne? So, manchmal ist man so konzentriert, dass man so ein bisschen erahnen kann, was kommt, aber tendenziell bin ich immer so, weiß nicht, mindestens eine halbe Sekunde hinten dran. Ja. Aber mal schauen, wie es wird. Wir sind hier wieder bei Madame Katze angekommen. Wieso denke ich, dass das eine Katze ist? Ich glaube, wir wissen noch nicht, dass die, wie man an der vorbeikommt, das geht einfach noch nicht. Ich habe ja in der vorigen Folge gesagt gehabt, dass wir den Teleport benutzen können. Ha! Welchen Teleport, ne? Haha! Ja, mein Ding ist nämlich, ich habe in der Zwischenzeit, ich hink hier ein bisschen hinterher, habe aber aktuell ein Special aufgenommen und in dem Special hatten wir einen Teleport. Ja, den hatten wir im Special. Ja gut. Das heißt, wir versuchen uns jetzt hier einfach noch eine Weile. Ich könnte ja nochmal Geräusche machen. Ist auch blöd, wenn man spontan ASMR macht, ohne sich das Ganze mal angehört zu... Haben wir die jetzt gerade besiegt? Nee, okay. Ich war jetzt kurz verwirrt. Sind wir irgendwo runtergefallen oder was ist passiert? Sind wir dann zurückgelaufen? Hä? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Hä? Egal. Das ist ein Arsch. Ja, jetzt muss, da muss abhauen. Ach so, man kann den auch sonst. Krass. Jedenfalls hat er mich, so einer, die ganze Zeit immer gekillt, weil der in diesen Singularitätszustand geswitcht ist, keine Ahnung, übelst Schaden macht und mich dann immer gekillt hat. Ja. Ach, so schlecht waren meine Geräusche gar nicht beim Baum. Ich weiß gar nicht, wie das ankommt. Bemerkt man das sofort? Das Blöde ist ja auch, hinter dem Spiel ist ja die ganze Zeit immer so ein... Ja, alles macht ja Geräusche, wenn so eine Klappe aufgeht. Die, wenn man jetzt mal wirklich bewusst darauf achtet, was ja alles Geräusche macht. Also klar, die Kampfgeräusche ist das Offensichtliche. Dann die Gegner. Dann so Stimmen, wenn man getroffen wird. Ja, also so nach dem Motto. Und die schreien ja auch generell mal. Haben wir gerade eben gehört. Und wir schreien auch zwischendurch, machen so Kampfgeräusche. Aber wenn man das selber macht, außer man ist jetzt echt Specialist im Beatboxing, was ich nicht bin, dann kann man vielleicht echt noch mehrere Geräusche parallel machen. Aber ja, bin ich nicht, kann ich nicht. Von daher, ja. Ja, und dieses permanente Hintergrundwummern, dieses... Aber andererseits... wenn meine Stimme dann drüber gesprochen ist, Schlüsselgegenstand erhalten, Insignie von Persepolis. Bayern schloss sich an Adelbille Männer an, um sich seinen älteren Bruder... ich stutze dann oft an so Namen und dann kann ich nicht weiterlesen, weil die lese ich langsam. Dann meine Mustererkennung im Kopf, die mir sagt, wie Wörter ausgesprochen werden... Die raste da nicht ein und dann muss ich wie so ein Erstklässler Buchstabe für Buchstabe lesen und das ist mega schwer. Also ich kann jeden Erstklässler verstehen. Okay, hungerndes Herz. Hat jemand mitbekommen, was wir gerade gemacht haben? Klar, wir waren mal kurz beim Händler, aber sonst. Und wir wissen auch schon, er hat eine Schwester, die ihm versucht irgendwie, oder versucht hat, ihn da rauszuholen. Aber sie war offensichtlich nicht erfolgreich. Wir haben mal so einen Brief, ein Stück zumindest, gelesen. Oder haben wir den durchgelesen gehabt? Das kann sein.
Könnte sein, dass wir den durch... Na, wohl. Weiß nicht. Hier kann man die Tür zumachen. Okay, auch hier brauchen wir einen Teleport. Oder wir müssen irgendwo anders durch. Oder wir schießen und treten erstmal wie dämlich, wie bescheuert, aggressiv as fuck hier durch die Gegend. So, wir sammeln Kristalle. Wir haben schon wieder 930 Stück. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade welche ausgegeben haben beim Händler. Ach nee, der hat eh keine Kristalle genommen, ne? Der hat irgendwas anderes. Irgendeine andere Währung braucht der. Habe ich auch noch nicht ganz geschnallt, was das für eine Währung ist. Ob es die immer nur in speziellen Truhen gibt oder immer bei bestimmten Questbelohnungen könnte ja sein oder von speziellen Gegnern. Tja, kommen wir nicht durch. Frechheit. Wir springen jetzt mal rüber und sind wieder beim Baum. Denken uns aber, nee, wir laufen jetzt hier lang. So. Ich habe irgendwie so ein bisschen versucht, hier irgendwelche Kampfgeräusche zu machen. Oh nein, wir sind gestorben. Aber wir sind wieder da, ganz fresh. Jumpen wir hoch, jumpen runter, klingen zurück, springen wieder hoch und zurück. Genau. Aber wir scheinen uns offensichtlich gegen dieses Amulett entschieden zu haben, was Leben gibt, ne? Aber das mit den Amuletten, da muss ich eigentlich wirklich mal drauf achten, ob es unsere, praktisch immer wenn wir irgendwas finden, ob das einfach unsere Amulette aufwertet und sie dadurch immer stärker werden und dadurch aber Punkte bekommen. Ne? Wäre ja jetzt auch wieder ziemlich unfair, weil ich meine, am Anfang hatten wir doch drei Amulette oder sogar vier, die keinerlei Punkte hatten. Und jetzt haben wir nur noch eins und das ist dieser Vogel. Alle anderen nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass wir die verkauft haben. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich vielleicht nicht gecheckt. War ich zu sehr mit Vorlesen beschäftigt. Man ist ja auch immer so beschränkt in der Wahrnehmung. Das ist echt so mega krass, wie beschränkt man in der Wahrnehmung ist. Und man checkt es gar nicht. Zitadellaufzug. Ist auch ein geiler Aufzug. Wenn ich einfach... Also, ja, es gibt ja die verschiedensten Arten von Aufzügen. Ja. Genau, so macht man es nicht. Das war schon witzig. Krass. Okay. Das ist ja echt hart jetzt. Man muss rüber und gleich wieder... Okay, es geht. Hä? Wie kommt man dann da hoch? Das ist ja echt mega hart. Wie kommt man denn da wieder hoch? Gar nicht, oder? Man kommt da nicht mehr hoch. Vielleicht ist das jetzt auch so ein Teleport-Kack. Man kommt nicht mehr hoch. Jetzt ist man wirklich tot. Wir sind tot. Und fresh beim Baum wieder. Was auch interessant wäre, wenn man stirbt, dass sich immer kleine Fehler einbauen und dass es dann so Veränderungen gibt, ne? Dass man nicht zu 100% wiederhergestellt wird, sondern dass es halt vorkommen kann, dass da auch ein Fehler passiert. Und dann hat man plötzlich blonde Haare oder man hat drei Beine. Und man spricht eine fremde Sprache. Ah, ich glaube, das wäre schon komplex. Zu komplex für so ein Spiel, denke ich. Okay, jetzt sind wir hier. Ein Vogel hat lange nicht gezwitschert, oder? Ich habe es nicht wahrgenommen. Ih! Das Geräusch allein schon. Okay. Die Tiefen. Ziemlich ekelhaft. Dann ist schon schön, wenn da uns dieses... Wir holen gerade mal den Aufzug und wollen wieder rüberlaufen. Okay. Immer noch die Tiefen, aber die knackig. Au. Oh, oh. Man kommt da nicht mehr runter, ne? Man kommt da gar nicht mehr runter.
Weil ich denke mal, dass man sich automatisch festhält, oder? Hält man sich automatisch fest? Das ist offensichtlich nur eine Einbahnstraße. Oder es gibt irgendwo einen Schalter, dass man die Dinger umdrehen kann. Aber das, ja. Ja, der Weg ist einfach, aber zurück kommst du nicht mehr. Weil es geht ja alles nur nach oben. Karte nicht verfügbar. Okay, wir haben versucht, die Karte aufzumachen. Vielleicht jetzt? Unser Atra ist auch komplett lost. Und wir haben eine Truhe gefunden. Neues Amulett freigeschaltet. Erhöhe Atra-Aufbau für jede erfolgreiche Parade ein wenig. Rüste den Amulette im Wack-Wack-Baum aus. Wir haben ein neues Amulett. Machen hier jetzt mal die Steine. 975. Ja, okay, ist immer schon eine schöne Anzahl, ist es schon. Wenn man schnell rechnen kann, dann wäre das auch kein Problem. Also 975 war aber, glaube ich, schon eingesammelt, ne? Es waren vielleicht 970 oder so. Es waren 4 Stück. Sind, wie viel haben wir eingesammelt? Vielleicht 50 oder mehr als 50? Was auch immer, wir gehen jetzt noch weiter hoch. Was ist eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Wir müssen hoch zur Spitze, oder? Müssen wir nicht zur Bergspitze vom Berg K? Ich muss gerade mal überlegen, storytechnisch, wie weit wir überhaupt sind. Weil ich bin so ein bisschen verwirrt. Hatten wir jetzt den Endkampf? Hatten wir schon, oder? Amulettfassung. Zusätzlicher Heiltrank. Okay. Möchten wir den kaufen? Ja. Ausrüstung verbessert. Wir haben einen zusätzlichen Heiltrank. Das heißt, wir müssten jetzt 3 haben. Yep. Wir haben jetzt 3 Heiltränke. Ich habe übrigens keinen Plan, wie man den benutzt. Ein alter Vagabund hat mir dein Auge des Wanderers gestohlen. Er lauerte in den Tiefen der Zitadelle. Ah ja, der alte Narr. Ich kenne ihn. Er ist recht harmlos, aber definitiv schwer zu fangen. Geh einfach zurück und folge seiner Spur. Wahrscheinlich gibt er es dir zurück. Ihm bringt das Auge nichts. Mhm. Okay. Jetzt haben wir alle Kristalle ausgegeben. Witzig. Okay. Nee, okay, unser Stand ist jetzt doch gewesen. Was genau, also oh, ich komme überhaupt nicht klar gerade, aber wir waren oben auf der Spitze des Berges. Wir müssen jetzt unser Auge wiederfinden. Okay, und wir hören ihn ja schon lachen, ne? Dieser alte Typ. Okay, so kommt man runter. Frage geklärt, wie man wieder runterkommt. Einfach so. Okay. Irgendwann wird man betriebsblind, aber wir sind vergiftet. Krass, wir sollten vielleicht einen Heiltrank gleich nehmen. Ja. Okay, und damit ist da auch ein Hebel, wie man die Dinge umkehren kann. Aber ob man davon ganz unten schießen kann? Okay, da ist auch ein Hebel. Okay, da hat's Hebel. Alles klar. Können wir unsere Pfeile auffüllen? Und wir laufen jetzt wieder zurück, wo wir den Alten getroffen haben, kann ich mir vorstellen, um dann seine Spur aufzunehmen, weil er hat uns irgendwas geklaut. Da waren ja auch mehrere Hebel jetzt gerade eben. Ich erinnere mich auch grob. Aber nur mal so. Es ist doch wahr gewesen, ne? Wir haben in der letzten Folge... Ich bin gerade
verwirrt. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Wir haben den doch getötet, oder? Nee, hat er uns getötet? Was ist denn passiert hier? Unser Typ ist doch korrumpiert, hat den Prinzen gekillt und hat uns angegriffen, ne? Hat dann irgendwie was mit der Zeit gemacht und uns dann liegen lassen. Kann es sein? Ich bin jetzt irgendwie gerade verwirrt. Also so eine Folgen-Nachbesprechung wäre jetzt echt nicht schlecht. Von der letzten Folge, die war... War das die letzte oder war es die vorletzte? Ich check's nicht. War das die 11? Wo der Typ so hohl gegangen ist? Er war doch unser Freund, unser Mentor. Aber ich habe jetzt durch das ASMR, habe ich eine Folge nochmal gesehen, wo der Typ so verwirrt war. Ne? Wo er dann dachte, in der Zeit lang habe ich gedacht, der Typ, der, mit dem wir trainiert haben, ist der gewesen. Aber das war der gar nicht, das war ein anderer. Der Typ, der jetzt steil gegangen ist, das ist nicht unser Trainingspartner gewesen, sondern war halt auch so eine Art, ja, einer von den ganz Korrekten. Und der hat nämlich gesagt, er fühlt sich so komisch, er weiß nicht, was hier vor sich geht. Und man hat ja auch den Rauch gesehen. Das heißt, der wurde tatsächlich irgendwie übernommen, manipuliert, keine Ahnung. Also, wir haben ihn gefunden. Witzig, rennt in irgendeinen Raum und dann ist er weg. Gucken erstmal hier, ob er hier irgendwo ist oder ob wir nach unten fahren müssen. Folge seiner Spur. Was ist die Spur? So lange durch die Gänge irren, bis man sein Lachen hört vielleicht. Hier hat es gerade geklingelt. Hat das das zu hoch? Da ist wieder so einer. Den kann ich gar nicht leiden. Ja, besser ist es, den sofort auszuschalten. Der killt uns sonst. Sammelgegenstand erhalten. Persischer Kinderreim. Gushi, Gushi. Fünf Freunde beginnen, sie zeichnen ein Viereck und stehen darin. Gushi, Gushi, Ecke an Ecke, jeder sucht seinen Platz, wechselt die Stellen und entgeht der Hatz. Ecke an Ecke, Gushi, Gushi, husch, 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 husch hinfort. Der Letzte in der Mitte bleibt nun dort. Das scheint mir jetzt aber so eine Art, nicht ein Kinderreim zu sein, sondern, ja, irgendwo schon. In einer komischen Sprache vielleicht. Ich habe eher das Gefühl, dass das ein Rätsel ist. Vielleicht, dass man da irgendwas drücken muss oder eingeben muss, in welcher Reihenfolge und so. Kann schon sein. Du hast da einen Kristall liegen lassen. So, wir haben den letzten Trank getrunken. Hier geht's weiter hoch. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir gehen wieder runter. Hier geht's nicht. Oben geht's weiter. Das ist so verwirrend, weil ich finde, man sieht die Wege nicht. Oder liegt das nur an mir, dass man die Wege, dass ich die Wege... Aha. Hallo Freundin. In der Karte sieht man dann, wo es weitergeht, dass es da weitergehen muss. Aber wenn man einfach so davor steht. Es könnte natürlich sein, dass Sargon weiß, wo es lang geht. Ne? Ich einfach es nur nicht checke. Tendenziell habe ich auch null Orientierung davon abgesehen. Aber das habt ihr vielleicht schon bemerkt. So schwer ist es ja nun auch wieder nicht. Du bist noch nicht tot. Wir haben leider keinen Trank mehr. Die Tränke kann man auch nicht abfüllen am Baum, oder? Wenn man den mal anklickt, füllen sich dann Pfeile, Tränke und alles wieder auf. Ich meine, hier ist jetzt kein Baum in der Nähe, aber so nur so prinzipiell. Okay, hier haben wir irgendwas gefunden. Oder kommt die auch immer wieder neu? Vielleicht muss man sich fallen lassen und direkt rüber switchen. Ja, genau. Hä? Was ist das denn? Hä? Was? Okay, jetzt haben wir wieder drei volle Tränke. Aber das war jetzt sehr eigenartig, ne? Aber laufen wir jetzt so richtig straight, so als wüssten wir, wo es lang geht, in die falsche Richtung?
Oder war das die richtige? Ich hätte jetzt eher das Gefühl, wir waren in der anderen Seite. Aber okay, vielleicht waren wir es gar nicht. Also, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, wir sind komplett auf der falschen Seite. Okay, hier können wir ja runter. Sieht schon sehr gekonnt aus. Ne? Jetzt könnte man da theoretisch die Richtung wieder ändern. Das sind die Katakomben. Alles irgendwie eklig. Man traut sich gar nicht, hier irgendwo ranzugehen, geschweige denn irgendwas anzufassen. Nach unten. Was steht da eigentlich dran an dem anderen? Okay, hier kommt man auch runter. Was steht da? Interagieren. Okay, nach unten. Für einen alten Mann ist der schnell. Okay. Hier sind wir richtig. Okay, ich glaube, damit ruft man nur den Aufzug, ne? Denke ich, wenn er nicht da ist, kannst du da den Aufzug rufen. Das ist oben wahrscheinlich genauso. Okay, ja, dann gucken wir mal. Hier gibt es auf alle Fälle einen neuen Wack-Wack-Baum. Zack, zack, nach unten. Oh nein, wir haben uns jetzt hier reingestellt. Nicht so gut. Genau, erstmal zum Baum. Hallo, Babybaum. So, ob wir den alten Mann jemals finden, wir erfahren es beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, eure Annie.